in Charlottenburg in der Hoffengalerie der Firma Kammack. Unser Gesprächspartner ist Frau Julia Becker. Können Sie sich mit kurzen Worten ein bisschen vorstellen? Ja, gerne. Wie gesagt, Julia Becker ist mein Name und ich leite hier die Hafengalerie in Berlin jetzt seit 3 Jahren mittlerweile. Und vorher habe ich ein Studium abgelegt zum Lehrer werden in der Schule, im Gymnasium, Musik und Französisch. Das Französische kommt mir jetzt hier sehr zugute und es macht mir auch sehr viel Spaß, die Sprache zu sprechen. Und mit Kammack Frankreich kommunizieren wir ausschließlich in Französisch. Das ist sehr angenehm. Und genau, nachdem ich diese Ausbildung abgeschlossen hatte, wusste ich dann aber, dass das nicht unbedingt der richtige Weg für mich ist und habe dann nochmal beschlossen, Harfe zu studieren in Oslo bei Isabel Perrin an der norwegischen Musikhochschule, 2 Jahre. Und habe anschließend mich darauf eingestellt, hier in Berlin freischaffend tätig zu sein. Ja, und dann kam durch einen Zufall die Anfrage von dem Vorbesitzer der Hafengalerie, David Wendt, der mich fragte, ob ich mir das vorstellen könnte, hier einzusteigen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, also die Hafen, da muss ich niemanden künstlich von überzeugen. Ich habe immer Kammack gespielt und würde diese Hafen sehr gerne an den Mann und an die Frau bringen. Okay, das passt. Ja, die Firma Kammack genießt als Hafenhersteller international einen guten Ruf und gehört zu den führenden Herstellern hochwertiger Hafen. Wie ist dieser Erfolg zu erklären? Also unsere Firma, die Firma Kammack, gibt es seit 1972. Das ist zwar nicht gestern, aber wir sind dennoch jünger als unsere Hauptkonkurrenten. Und da ist es klar, dass zunächst ein großes Stück harte Arbeit notwendig war, um sich überhaupt auf dem Markt zu etablieren und einen Fuß in die Tür zu kriegen. Und Kammacks Devise und Kammacks Ziel war es aber immer, die bestmögliche Leistung zum bestmöglichen Preis und die bestmögliche Qualität anzubieten. Und das alles quasi begleitet vom bestmöglichen Hafenservice. Und Kammack hat sich auch immer sehr stark an den Kunden orientiert, also hatte immer ein Ohr bei den Hafenisten und hat versucht, da die Wünsche der Hafenisten abzugreifen, was an den Instrumenten verändert werden kann, und hat das dann auch sehr oft umgesetzt und sehr schnell umgesetzt. Und es ist natürlich auch so, dass wir durch andere historische Gründe aus Hintergründen sehr profitieren konnten. Also zum Beispiel hat gerade Frankreich eine große Tradition an exzellentem Zupfinstrumentenbau. Und da liegt das Zentrum in Paris. Und ich weiß nicht, ob Sie schon mal in einem Musikinstrumentenmuseum gewesen sind. Und da gibt es diese kleinen Pedalhafen, relativ zierlich. Also nicht so wie diese großen hier, sondern die waren tatsächlich ein Stück kleiner. Und ganz wunderschön verschnörkelt und verziert mit viel Dekoration. Und ja, die sind so im Stil von Ludwig XVI. Gestaltet und wurde auch zum Beispiel dieses Modell von Marie Antoinette gespielt. Und damals gab es zwei sehr berühmte französische Hafenbauer in Paris, Nadermann und Cousineau. Und die haben tatsächlich diese erste Einfachpedalharfe entworfen und produziert. Und nach wurde dieses Wissen weitergegeben und 1810 hat dann Sebastian Erard den ersten funktionstüchtigen Doppelpedalmechanismus entwickelt und patentiert. Und dieser Doppelpedalmechanismus, der findet sich heute noch an allen Konzerthafen. Das wurde quasi bis heute bewahrt und hat sich bewährt. Und Kammack ist sehr stolz darauf, eben dieses Erbe weiterführen zu können aus dieser französischen Hafenbautradition. Und unter anderem haben wir zum Beispiel in Frankreich auch eine historische Ausstellung an historischen Hafen. Mehr als 60 Hafen finden sich dort. Und die stammen alle jenseits des 19. Jahrhunderts aus der Zeit. Und Kammack orientiert sich immer wieder an Aspekten von dem traditionellen Hafenbau. Also zum Beispiel hatten unsere neuen Pedalhafenmodelle haben jetzt einen veränderten Resonanzkörper, inspiriert von den Hafen des 19. Jahrhunderts. Da ist quasi die Form anders und die Dicke des Resonanzkörpers, und da haben wir quasi wieder was dazugelernt.